Heute geht es um IPA. Das Kürzel steht für India Pale Ale und ist quasi eine Weiterentwicklung des in England sehr beliebten Pale Ale. Ein helles, obergieriges Bier, das aber im Falle des IPA gesteigert ist. Es hat mehr Stammwürze und ist deutlich stärker gehopft. Der Legende nach ist es entstanden, weil man die Kronkolonie in Indien mit Bier beliefern wollte und Biere produzieren musste, die den langen Seeweg überstehen konnten. Und eigentlich war die Idee, das Bier dann in Indien verdünnt zu trinken. Nachdem es die Kronkolonie nicht mehr gab, ist dieser Bierstil so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Die Amerikaner haben ihn dann in den 80er Jahren wiederbelebt, haben spezielle Aromahopfenzüchtungen herangezogen, um dem India Pale Ale neben seinem bitteren Geschmack auch eine fruchtige Note zu geben. Und das IPA ist definitiv ein typischer Stellvertreter für Craft Beer. Es ist häufig sogar mit Craft Beer verwechselt, wobei das natürlich viel zu kurz greift. IPAs sind stark, sie sind nicht so einfach und man kann sie sehr, sehr schön zu kräftigen Speisen, zu scharfen Gerichten wie Curry, Steak etc. servieren. Und man muss natürlich so ein bisschen warm geworden sein mit diesen Bitterstoffen, mit diesen bitteren Noten. Ich habe euch zwei Beispiele mitgebracht, die sehr unterschiedlich sind. Einmal das India Pale Ale von Schönramer aus Bayern. Das ist eine Traditionsbrauerei, in der aber ein Brauer mit amerikanischen Wurzeln arbeitet. Sehr bekannt für seinen Pils, mit dem er auch schon Preise gewonnen hat. Und das andere Bier ist das Single Hop IPA, kurz Schiepa, von Oliver Wesselow von der Kehrwieder Kreativbrauerei aus Hamburg. Der macht mit jedem Sud immer das gleiche Bier, verwendet aber jedes Mal einen anderen Aromahopfen. Deswegen auch Single Hop. Es ist nur eine Hopfensorte verwendet worden und man kann sehr schön das Aromenprofil dieser Hopfensorte in dem Bier erkennen. Ich mache jetzt aber mal das Schönramer India Pale Ale auf, weil ich es für ein gutes Einsteiger-IPA halte und es einfach hervorragend schmeckt. Ich benutze dazu ein spezielles IPA-Glas von Spiegelau. Die Form unterstützt die intensiven Hopfenaromen. Die sehr schön in die Nase gehen. Oh ja. Leicht süßlicher, fruchtiger Geruch. Man erkennt, dass das Bier nicht ganz hell ist, es hat eine goldene, fast orangefarbene Gestalt und der Schaum ist extrem stabil. Cheers. Oh ja, ein tolles Bier. Erkennbare Hopfennoten, opulent, also einen schönen Körper, gewisse Restsüße und dann kommt dieser Hopfen so im Nachtrunk, der auch lange bleibt. Das ist das Schöne an hopfenbetonten Bieren, dass man sehr, sehr lange gut davon hat. Ich kann mir wunderbar vorstellen, wie man sich damit eine gewisse Zeit beschäftigt. Also probiert das mal aus, das ist fantastisch. Und India Pale Ale ist in aller Munde, sollte also auch in deinem Munde mal sein.